Ja, hallo Freunde, ich soll euch schon wieder begrüßen auf dem Sonntag. Ganz netter Mann angerufen aus dem Nachbar auch. Da wird ein Bienenschwarm am Zaunpfosten hängen. Den fahren wir natürlich einsammeln. Weil ich so ein Foto gesehen habe, dürfte doch eigentlich kein Problem sein. Hängt nicht hoch oder so. Das machen wir jetzt noch schnell. Sachen habe ich schon zusammengestellt, zeige ich euch. Und den Bus aufmachen. So, dann gucken wir mal. Also, was habe ich dabei? Besen, Stockmeißel, ja, falls wir irgendwo was brauchen. Standardwerkzeug. Dann habe ich dabei einen Schleier. Kennen ja die Bienen nicht, wie sie drauf sind. Dann haben wir dabei Wasser. Ja, hier in so einem Zerstäuberding. Ich denke, die kennt jeder, diese Druckpumpen. Und dann habe ich dabei einen Kunstschwarmkasten, die gehen eigentlich immer ganz gut auch für Schwärme einzufangen. Die sind halt schön belüftet von der Seite. Ich denke, die kennt auch jeder. Große Öffnung. Ja, wie gesagt, muss ich nicht weiter erklären. Jetzt kann ein bisschen Gas geben, damit wir noch vernünftig dahin kommen, dass sie nicht weg sind. Und wenn alles gut geht, dann holen wir euch natürlich dabei, wenn wir sie einfangen. Aber wieder, dafür müssen wir jetzt erstmal fahren. Ich denke, das müsste alles sein. Wetter, hoffe ich, hält noch. Ja, dann sage ich einfach mal bis gleich. Ich denke mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten, vielleicht noch was suchen. Und dann gucken wir mal weiter. So, sind angekommen, haben wir sie gefunden. Da oben hängen sie. Kann man sie erkennen. Jawohl, ja, schöner Schwarm. Werden so, ja, ich schätze mal so knapp 2 Kilo ungefähr sein. Ich sammle jetzt mal Zeug zusammen und dann gucken wir mal, ob wir sie da wegkriegen. Da musst du mir nur gleich jede Dingens angeben, ne? Ja. Ja, bis jetzt noch. Das kannst du auch näher ran, ne? Ist sie wieder all will? Ich nix für dich. Ey, man will immer nass, damit sie nicht so auffliegen. Ja, ich weiß. Gar nicht da. Außer Zeug jetzt. Jetzt ja. Was sehen ja noch paar Leute. Das wären ungefähr so 2 Kilo. Ja, die schien ja immer ein bisschen weg. Die Königin denn überhaupt? Das ist auch schwer zu sehen. Ja, ja, wir hängen nur noch genug Bienen dran.
zum Beruhigen? Ja, ja, damit sie nicht so hoch fliegen. Das geht jetzt um die Königin. Die steckt noch irgendwo da drin. Oh, das ist schon im Kasten, das sieht man ja so nicht. Ja, ja. Ja, das ist so menschwert zu sehen, wenn man sich sicher ist und guckt der Zeit rein, dann merkt wie die Bienen sich beruhigen. Sonst sind die immer unruhig, wenn die Königin nicht dabei ist. Aber im Moment sind die sowieso alle unruhig noch. Ja gut, hier bei die können wir eine Königin dabei setzen. Ja, die kriegst du nicht all weg. Die sitzt aber schon was länger, die Hanni baut. Ja, aber sind schon am Wabenbau dran. Ja, man sieht Wachsrückstände hier. Ja, ja. Also ausmachen. So, der Schwarm ist weg. Wir haben so ein paar einzelne Bienen. Da kommen wir natürlich so nett dran. Ja, aber die fliegen wieder nach Hause. Da hängen noch ein paar unten runter. Ja, mir haben zu danken, ne? Ja, tschö. So, dann fahren wir wieder Richtung Heimat versorgen. So, da sind sie drin. Man hört sie ganz gut brummeln. Ich hoffe, so viel sehen kann man nicht. Aber geht, ne? Andere Seite. Sieht das ähnlich aus. Aber ein Heim. Gucken, wo wir sie reinmachen. Wahrscheinlich ein 2 Mini Plus. Da gucken wir aber dann daheim noch. Also bis später. So, da sind wir wieder zu Hause angekommen. Erstmal können wir schnell Sachen vorbereiten, wo wir sie rein tun. Da sind sie noch drin. Haben sie alle überlebt. Hier am Arm hat mich eine erwischt. Kann man da erkennen. Sekunde. Da. Ein bisschen unscharf, aber man kann nicht, denke ich, erkennen, der rote Punkt. Egal, gehört dazu. Jetzt muss ich im Garten gucken, was wir an Material hier haben für reinzumachen. Das bereite ich jetzt vor und wenn ich alles stehen habe, dann hole ich euch natürlich wieder dazu. Also bis gleich. So, dann zeige ich euch gerade, wo ich sie reinmachen will. Das ist jetzt ein Holz Mini Plus in doppelt. Das kennt bestimmt der eine oder andere. Ich habe jetzt einfach mal genommen hier mit Mittelwänden, ein paar und eine ausgebaute und noch eine ausgebaute Wabe. Da werde ich erstmal freilassen, dann packe ich euch ein bisschen Futterteig rein. Hat gerade für mich den Vorteil, ist ein relativ großer Schwarm. Wenn sie sich eingelebt haben, dann mache ich einfach hier in die Mitte, wie heißt das, Trennsheet rein. Sekunde, zeige ich euch auch. Da. Dieses. Ja. Vorführeffekt, es passt natürlich nicht. So, ja, Trennsheet, dann ist das Ding im Prinzip komplett zu. Folie kommt dann wieder oben drauf. Ja, dann haben die untereinander keinen Kontakt mehr. Der Vorteil bei dem System ist einfach, wir haben zwei Fluglöcher. Ja, einmal dieses und auf der einen Seite von der, das habe ich jetzt schon mal zugemacht. Da können sie hier nachher rein und raus fliegen. Ja, das sind hier diese Folie weg. Die Holzklötzchen, die da mit reinkommen, wie gesagt, wenn der Schwarm gut ausgebaut hat, dann halbiere ich den einfach und habe mir zwei Reserveköniginnen drin. Sind zwar Kaniker, aber gut, das will jetzt nichts Besonderes heißen, macht nichts. Aber ja, ich denke, hier vom Garten reicht das erstmal. Jetzt hole ich die Bienen, dann schlagen wir sie ein und dann gucken wir mal weiter. So, da sind sie. Jetzt machen wir so ein bisschen nass. Wasser zur Schäuble, damit wir sie einschlagen können. Ihr könnt das so erkennen. Ja. So. Ah, das sprudelt natürlich überall, aber sollte noch drauf drehen. So ist besser. Ja. Wenn die Flügel nass sind, dann fliegen sie doch nicht so schnell auf. Ich denke, die meisten werden das aber auch wissen. Hat sich eigentlich immer ganz gut bewährt. Dann dotzen wir es auch mal auf.
So, zack. Schwamm innen dann auch noch ein bisschen nass machen. So, dann gucken wir mal. Ziehen wir mal einen Schleier an und stellen das Ding runter. Raus du dich schnell. Ja? Raus du dich schnell. So, da steht jetzt die vorbereitete Mini Plus. Jetzt gehe ich gerade noch einen Boden holen. So, Folie und Deckel legen wir bereit. Die Dots sind wir noch mal auf. Da könnt ihr mal reingucken. So, schnell wieder zu, bevor zu viele rausfliegen. Schauen wir noch ein bisschen Wasser rein. So, wieder weg. So, sollte reichen. Also, jetzt gucken wir noch mal in Ruhe rein. Kann man erkennen, ne? Also wie gesagt, ich schätze mal, das sind ungefähr so 2 Kilo rum, knapp vielleicht. Die machen wir also jetzt mal da rein. So, ich hole euch mal ein bisschen näher. So, das Mini ist schon gut voll, aber noch verteilen sie sich hier ein bisschen. Wie gesagt, notfalls kann ich auch noch eine Zarge draufsetzen. Das ist kein Problem. So sehen sie aus. So, ich käse mal ein bisschen in die Wabengassen rein. Gut. Die Bienen, die jetzt hier außen rumfliegen, die werden sich nachher, wenn das Volk angekommen ist, wieder beisammeln. Das ist also kein Problem. So, legen wir die Folie schon mal lose drauf. Da können sie noch ein bisschen weiter runter krabbeln. Wie gesagt, man sieht da natürlich sehr viel aus, weil die Wabengassen noch nicht belagert sind. Das gibt sich aber. So, Deckel drauf, der ist hohl, also quetschen mit tun nicht viel, quetschen nicht viele Bienen. So, hier vorne habe ich ein Flugloch, zeige ich euch auch noch. Na, Flugloch hier vorne, da ist offen. Ich lasse die jetzt noch ein bisschen hier stehen, die werden dann anfangen zu sterzen und sich da dann im Prinzip wieder einfliegen. Und wenn sie dann heute Abend Futter bekommen haben, dann werde ich sie dann woanders hinräumen. Und zwar, der ist Anfang von der Blumenwiese, die am Werden ist. Und zwar werde ich sie dann entweder hier oben drauf stellen, hier hin, oder aber hier oben drauf, also dasselbe. Sehr wahrscheinlich hier, da ist es ein bisschen heller. Haben sie letztes Jahr eigentlich ganz gut gemacht. Aber wie gesagt, lassen wir sie erstmal einfliegen. Und dann fütter ich sie heute Abend noch. Ja, und dann würde ich sagen, war das im Prinzip gewesen. Die Sache noch wegräumen
Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt, macht tot, alles kein Thema, ja. Ich wünsche euch Spaß, bis dann. So, dann hole ich euch doch nochmal zurück. Gerade nur 2-3 Minuten später. Die ersten Bienen sind schon am Sterzeln. Kann man erkennen, ja. Das jetzt ein Sasestängel, hat alles funktioniert. Die werden sich jetzt hier beifliegen. Stunde später ist hier der Flugbetrieb so gut wie erledigt, der Durcheinander. So, Blechdeck habe ich auch schon drauf. Also kann alles nicht mehr viel passieren. Ich gehe mal ein Stück zurück. Vielleicht kann man das erkennen. Ja, ich denke, wenn man genau hinguckt, also sind wirklich viele Bienen im Moment in der Luft. Aber ist halt so. Das gibt sich aber gleich. Ein paar haben sich hier am Holz niedergelassen. Da. Ja, keine Ahnung, was sie da jetzt suchen. Auf jeden Fall hängen sie da rum. Ja, wird immer mehr am Flugloch. Krabbeln doch schon rein. Gutes Zeichen. Aber ich glaube, sie ist die Zarke jetzt nicht richtig drauf. Die hat jetzt leider keine Falzen oder irgendwelche Rutschleisten. Die sind nur lose drauf. Bin ich nicht der große Fan von. Hat seine Vor- und Nachteile. Wie gesagt, ich mag es nicht so extra. Aber gut, muss natürlich auch jeder selber wissen. Klappt. So, ich denke, das haben wir geschafft. Die Bienen krabbeln eigentlich ganz gut rein. Ein bisschen Futterteig habe ich auch vorbereitet. Für sowas natürlich eine Katastrophe hier, aber was soll es. Hier habe ich einen kleinen Futterteigklumpen liegen. Ganz normal Apifonder. Den werde ich heute Abend noch reinmachen, wenn es dunkel ist und die Bienen wirklich drin sind. Das dürfte also kein Problem sein. Dann gucken wir gerade noch mal auf das Flugloch. So, sieht das schon ganz gut aus. Bienen hängen schon zum Teil vorne alle dran. Flugverkehr in der Luft ist auch gut weniger geworden. Ich denke, das hat alles funktioniert. Das lassen wir so mal in Ruhe. Dann ist hier gleich Schicht. Und wie gesagt, heute Abend stelle ich sie dann rüber. Futterteig in einem dabei. Da werde ich auch sehr wahrscheinlich, muss ich mal gucken, wie dann innen aus, wie der Flugloch auf eng stellen. Aber da kommt darauf an, wie viele Bienen dann wirklich innen drin sind. Weil dann entscheiden wir dann. Ja, wie gesagt, dann wünsche ich euch nochmal einen schönen Montag. Haben wir ja heute Feiertag. Und ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen was machen, aber nichts Besonderes. Dann sehen wir uns die Tage im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.